Moin Moin und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecraft Sky Factory. Und wenn ich mich richtig daran erinnere. Wer hat denn jetzt gerade eben hier nom 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 gesagt? War das hier unten einer von den. Von den Jungs? Oder wer hat hier nom 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 gesagt? Das war jetzt gerade ein bisschen spooky. Das war echt ein bisschen spooky, aber hier ihr habt gar keine Pilzsporen rausgehauen, Jungs. Ihr habt gar keine Pilzsporen rausgehauen, das ist gar nicht gut. Da ist Kies drin, da auch. Wir brauchen mehr Sand, ne? Wir brauchen mehr Sand, das heißt, okay, der wird noch ein bisschen brauchen, der auch. Okay, die sind noch zu Gange. Ihr habt eigentlich nicht das produziert, was ich eigentlich haben wollte. Das ist schlecht. Pass mal auf, ich wollte auch diese Geschichte hier mal entfernen. Ich habe es gesagt, dass ich das eigentlich machen wollte, wenn ich. Was kann ich denn jetzt hier? Remove, enable, color, save. Ich will das removen. Cancel. Warte mal, da sind doch. Show mobs, genau. Show animals. Show pets. Okay, das ist alles Actions. Delete Map, no. Save About, no. Close. Das ist es auch nicht, was ich suche. Option. Hier sind halt Waypoints, aber das sind ja nicht die Waypoints, die ich. Ich habe das doch letztens auch geschafft. Ich weiß bloß nicht mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Ha. Huh. Ich weiß echt nicht mehr, wie ich das letzte Mal gemacht habe. Gab es dafür eine Taste oder so? Entschuldigung, dass ich jetzt mich mal ein bisschen. Show Grid. Nee. Waypoints. Ah, hier sind die. Ah, unter Waypoints. Ah, hier Waypoints. Ah, alles klar. Alles klar, jetzt ist er weg. Ja, so easy war das. Sorry, ich stand mal wieder auf dem Schlauch. Auf dem Schlauch stand er. So, passt mal auf. Ich will Folgendes machen. Und zwar, da sind ganz viele Tiere. Und wir gucken mal zur Monsterfalle. Ich gucke immer zur Monsterfalle irgendwie. Wir müssen da mal kurz reinschauen, was da so los ist. Da ist nämlich. Oh, da ist. Na, ist gar nichts drin. Da ist fast gar nichts drin. Das ist schade. Ich habe übrigens das mit dem Server auch noch mal ein bisschen rumprobiert und rumgespielt und so weiter und so fort. Das läuft mehr oder weniger auch mittlerweile. Eher weniger als mehr, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, es läuft noch nicht so hundertprozentig, wie ich das gerne hätte, ne? Aber es liegt vielleicht daran, dass ich das vielleicht auch ein bisschen zu sehr in eine Richtung möchte. Und so wird das jetzt hier mehr? Ich glaube ja, ne? Und vielleicht muss ich da noch mal ein bisschen gucken, dass ich das ein bisschen. Also es ist so, ich kriege den Server zum Laufen mittlerweile. Und auch das richtige Safe-Game kriege ich auch zum Laufen. Das funktioniert auch. Das trinkt nämlich auch nicht mit. Ich will nämlich hier mit den Ropes. Wie viel habe ich davon von den Climbing Ropes? Davon will ich mal ein paar mehr bauen. Ich will nämlich eine kleine Fläche machen. Warte mal, ich brauche dafür Rope. Ich möchte nämlich eine kleine Fläche bauen. Ach so, war das okay. Pass mal auf, da können wir ein paar mehr machen. Geben wir mal ein paar her. Ich will damit mal ein bisschen rumspielen mit diesen Ropes. Und mal schauen, inwiefern ich da was hinkriege. Ich brauche jetzt nochmal eine Axt. Eine, die nicht so stark ist. Ich nehme die hier einfach mal. Und dann will ich mal, ich will hier vorne einen kleinen Teich haben. So einen kleinen Teich, einen kleinen See. Aber der soll von der Watercant, soll er hier abschließen. Und deswegen mache ich mir mal hier kurz den Zaun weg. Genau. Pass mal auf, da können wir auch ein bisschen, da machen wir jetzt ein bisschen was ran. So, jetzt werde ich erstmal das wieder weglegen, was ich jetzt nicht unbedingt brauche. Weil ich möchte ja nicht zu viel Teile irgendwie verlieren. Nur weil ich zu faul war, das wegzulegen. Habe ich nicht irgendwo mein Trinken hingelegt? Doch, da. Pass mal auf, das machen wir mal so. Ich glaube, zwei würden reichen. Dann bin ich da wieder voll. Dann habe ich mich da aus wieder satt gegessen. So, und jetzt werden wir mal die Ropes hier vorne ranklemmen. Dass es regnet, nervt ein bisschen, ne? Aber okay, es ist jetzt auch wieder Nacht. Das heißt, mit Glück dürften jetzt auch wieder Monster spawnen. So, und jetzt können wir hier Ropes ranmachen. Und auch ein bisschen Ropes runter machen. So, und rein theoretisch kann ich jetzt hier runterklettern, ne? Ich hab so Schiss, ey. Okay, ich muss mich ein bisschen immer bisschen am Wackeln halten. Damit ich ja auch wieder hochkomme.
Und auch, oh Alter, ist das ein scheiß Gewackel, ne? Ich komm, ne, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Ich bin da nur am Hin- und Her wackeln. Was ist das für eine Scheiße? Kann ich, wenn ich sneaky bin, ne? Bin ich denn? Kann ich dann überhaupt noch runter? Warte mal. Ah, warte mal. Ah, lol, wenn ich sneake, dann halte ich an. Ah, okay. Ah, easy. Wie leicht ist das denn, bitteschön? Genau, jetzt wollte ich eigentlich... Ach so, das sind ja Slaps schon, ne? Das sind schon Slaps? Slaps? Ja, okay, das ist ja nicht... ja, dann brauche ich hier nochmal Holzslaps. Stimmt, da war ja was. Hier brauche ich Holzslaps, beziehungsweise das, was ich jetzt schon habe, reicht mir eigentlich schon, ne? Jetzt habe ich einen Slap, der ein bisschen tiefer sitzt. Und damit kann ich ja schon arbeiten. Ja, das reicht mir schon. Oh, ich muss einfach nur sneaky gehen und dann kann mir da nichts passieren. Oh, ich bin ja ein Ochse, ne? Ich dachte voll so, oh, fuck it, fuck it, fuck it. Da stürze ich gleich ab und so. Jetzt mache ich mir den... Ah, die springen alle hoch, die Ropes, das ist cool. So, jetzt brauche ich nochmal... ich brauche von den Holzslaps noch welche. Beziehungsweise... vielleicht machen wir das auch anders. Pass mal auf, ich nehme das Ding mit, das Ding muss ich auch mitnehmen. Also die Spitzhacke brauche ich. Okay, und dann wollen wir mal gucken. Ich will jetzt die Nacht eigentlich auch nicht schlafen, weil ich eigentlich mir erhoffe, dass in der Nacht... Ah, siehst du, da ist nämlich auch so ein bisschen was drin los jetzt. Dass in der Nacht halt ein bisschen mehr los ist in der Monsterfalle. Und dadurch halt ein, zwei Monster mehr spawnen. Pass mal auf, ich muss mir mal ganz kurz gucken, nicht, dass ich hier mir eine Monster-Spawn aufbaue. Da unten ist ein bisschen Monster-Spawn, das ist nicht so schlimm. Und hier ist sogar Monster-Spawn, das tagsüber Monster spawnen könnten. Wie sieht das jetzt hier aus? Da ist nämlich auch noch einer, den würde ich gerne wegmachen da unten. Oh, Gott sei Dank, ich bin nicht runtergefallen. Ich dachte jetzt passiert's wieder. Jetzt sterbe ich wieder. Nee, nicht passiert. Not gonna happen. So, da. Hier kommen jetzt erstmal ein paar Slaps ran. Ne? So, und zwar ist ja für mich jetzt wichtig, genau, dass ich hier die Slaps unten ran bastel. Zip, zip. Das ist jetzt hier ein bisschen Puzzlei, was ich hier gerade mache, ne? Die einen oder anderen werden das wieder nicht verstehen. So, guck mal, das ist jetzt so eine Fläche. Das machen wir jetzt zu. Genau, das Teil hier machen wir einmal, das reißen wir auch weg. So, und dann kommt hier jetzt wieder, da kommt jetzt auch wieder ein Schleppi ran. Habe ich noch eine Wand irgendwo? Ich hätte gerne eine Wand. Ich hätte gerne eine Wand, weil wenn wir schon solche coolen Tools haben, dann möchte ich die auch, gerne benutzen und ausprobieren und voll und ganz, dass sie voll und ganz auf ihre Kosten kommen oder ich voll und ganz auf die Kosten komme dieser tollen Tools. Ah, okay, das geht. Zack, zack. Jetzt haben wir nämlich 1, 2. Genau, das ist, eigentlich ist das schon das, was ich haben möchte. Das wird nämlich mein Wasserbeseng? Nennt man das Beseng? Ich weiß es gar nicht. Also mein Vorratsspeicher für Wasser. So, warum mache ich das Ding so groß? Weil ich das schön finde. Ne, weil ich es ein bisschen größer haben möchte. Und deswegen wird das jetzt hier so mein Wasservorratsspeicher, der auch so ein bisschen größer ist als normal. Aber das ist gewollt. So, jetzt müssen wir erstmal noch Wasser besorgen. Habe ich irgendwo Eimer? Ich habe nur einen Eimer, ne? Das ist eigentlich auch lächerlich. Ich habe so viel. Aber ich brauche eigentlich nur zwei Eimer, ne? Wenn ich zwei Eimer habe, dann bin ich ja schon... Dann bin ich voll und ganz ausgerüstet, was die Eimers angeht. Dann habe ich... Mehr braucht man ja nicht als zwei Eimer. Ich habe noch eine Idee gehabt. Genau, das passiert auch noch. Die Küche... nicht Küche. gespoilert. Das Siebehaus, das wird kommt weg und da kommt eine Küche rein. Daraus mache ich eine Küche. Genau. Das ist auch noch so der Plan für demnächst. So, einmal kurz hier die ganzen Bambusstücke mal wieder abgefarmt. Das muss ja auch mal eingesammelt werden. Damit das dann auch wieder schön wachsen kann, nachwachsen kann. Ne, Bambus ist ja ein Rohstoff, der nachwachsend ist. Wie sieht das hier jetzt aus? Da ist der Wurm noch, ne? Da ist der Wurm drin tatsächlich. Ja, das sieht cool aus. Das wächst auch so schön vor sich her. Ich will mal einmal kurz zur Monsterfalle gucken. Vielleicht sind da jetzt... Oh, da stirbt auch schon wieder was drin. Also die Monsterfalle muss ich auch nochmal überarbeiten, definitiv. Was ist das? Ach so, hier ist ein... da ist ein Monster, was nicht stirbt. Weil es zu klein ist. Naja. Ah, eine Enderperle. Saugeil. Eine Enderperle haben wir schon mal. Ich brauche zwei und dann brauche ich noch dieses andere Teil, ne? Diesen anderen
Stein, glaube ich. Was war das für ein Stein? Ich weiß es nicht. Muss ich mal gucken, wo ich den überhaupt herkriege. Also, oder was heißt, ich weiß ja schon, wo ich den herkriege. Den gibt es auch nur aus. Den gibt es auch nur aus. Habe ich mich jetzt verkippt hier? Warte mal. Jetzt haben wir doch eine saubere Fläche, oder? Jetzt ist die Fläche ruhig. Okay, hier, das ist mein Behälter für mein Behältnis für Wasser. Jetzt kommt da drüben noch mal ein Slab hin und da kommt jetzt die Pumpe drauf oder dran. Da kommt jetzt die Pumpe dran, die dann später Wasser da rausziehen soll. Ich weiß, wahrscheinlich hätte ich das, was ich jetzt da gebaut habe, gar nicht gebraucht, weil die Pumpe ja auch aus einem Platz hier hätte Wasser rausziehen können. Das mag richtig sein oder ist wahrscheinlich auch richtig. Ich möchte es aber trotzdem so haben, weil ich finde das cool so. So, und jetzt gibt es noch die Geschichte. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das war mit dem Teil hier. Auf jeden Fall brauchen wir oben Strom. War das oben mit dem Strom? Ich glaube, nee, Strom war egal, wo Strom rankommt. Ich glaube, Strom war egal. Wichtig ist, glaube ich, dass oben geht, glaube ich, das Wasser ab. Und ich weiß gar nicht mehr, mit welchen Rohren ich das gemacht habe mit dem Wasser. Ob ich da die ganz normalen Rohre benutzen kann, die ich auch für die Lava habe. Aber ich glaube, das ging damit, oder? Ich bin mir da nicht so sicher gerade. Ich rede schon seit mindestens, also einigen Folgen davon, dass ich meine Steuerung umstellen möchte. Ah, okay, das geht, ja, aber das sieht nicht gut aus. Ich muss mal kurz gucken, ob ich da was anderes finde, beziehungsweise aus dem eigenen Modpack. Ich weiß gar nicht mehr von welchen das ist. Pass mal auf, da müssen wir mal kurz gucken. Immer. Oh, das gibt es ja eine Menge, ne? Mining Drill. Oh, geil. Das ist ja cool. Was gibt's denn hier alles? Redstone Wire. Ach, ist diese ganze Wire-Geschichte auch von denen? Ah, nice. Das ist auch alles von denen. Und wo haben die normale Leitung? Ach, das sind die Pipes auch. Okay. Davon habe ich da, glaube ich, schon welche hergestellt, oder? Guck mal, dieses ganze Modpack benutze ich gerade sehr, sehr stark, merke ich gerade. Hier ist ein Transformer, hier ist ein Transformer, ja genau. Ach hier, guck mal, die habe ich auch schon gesucht, die Posten. Damit kann man nämlich große Überlandleitungen schaffen. Diese Pfosten halt. Was ist das hier? Ein Bajonett, okay. Ja, hier gibt es halt auch Waffen, wofür man auch immer diese brauchen kann. Und ja, okay, alles klar, easy. Sehr, sehr nice auf jeden Fall. Dann sind das die Rohre dafür und das ist der Stromgedö das Stromgedöns. Haben die auch Generatoren? Haben die auch Ge Ich glaube, die haben auch Generatoren, ne? Ich glaube, hier gibt es gibt es aus diesem Modpack, sind da die Thermalgeneratoren? Ja, hier. Thermo Electro Electro Electric Generator. Electric Electric Generator, genau. Die sind auch sehr geil. Da muss man nämlich, wie funktioniert das nochmal? Da muss man Lava und Wasser nebeneinander und die müssen gegenüber, das habe ich auch gesehen bei anderen Streamern und so weiter, die müssen gegenüber sein und dann kriegt man da krass sein Strom raus. Das ist auch sehr, sehr nice. Generator Block, was ist das? Das ist einfach nur Generator Block? Ach so, nee, wofür brauche ich den? Was macht der? Was hat er für Aufgaben? Gibt's dafür eine Erklärung? Hallo? Nee, ne? Ne, irgendwie nicht so ganz, irgendwie, keine Ahnung. Naja, okay. Werde ich wahrscheinlich auch irgendwann mal rauskriegen. Vielleicht auch nicht. Ich weiß es nicht. Ich bin schon ganz schön wieder hell in der Kamera, sehe ich gerade. Das ist mir ein bisschen zu hell. Ich drehe mich mal ein bisschen. Nicht wundern. Ich werde jetzt gleich ein bisschen dunkler in der Kamera. Wo ist die Helligkeit? Da. Das wird zu hell. Ah, jetzt bin ich ein bisschen dunkler. Bin zwar nicht schwarz, aber ein bisschen dunkler. Guti. Warum mache ich das? Weil ich natürlich nicht nur eine Folge heute aufnehme, sondern gleich ein paar Folgen mehr. Und dann werde ich das natürlich auch gleich vernünftig eingestellt haben. Ich hätte es natürlich gleich vorher vernünftig einstellen können, habe ich aber nicht. Gut. Jetzt müssen wir noch mal gucken, ob ich das Rohr hier draufgestellt bekomme, ob das funktioniert, beziehungsweise wie das denn aussieht. Ach, warte mal, das war doch immer mit dem Hammer noch, ne? Ich musste doch, glaube ich, mit dem Hammer dagegen schlagen, damit die Verbindung richtig entsteht, ne? Da war was. Ich glaube daran, ich erinnere mich gerade dunkel daran.
dass das irgendwie so war. Und dadurch, dass man denn dagegen gehauen hat, ist dann die Verbindung erst gekommen, oder? Hä? Nee, okay. Will nicht. Aber, nee, dann kann da oben, the pump will not longer replace fuel block with cobblestone warning, you can use. Was? Ja, alles klar, leck mich. Ich glaube, ich weiß, wie das wieder war. Und zwar muss die Geschichte hier an die Seite ran. Jetzt erschreckt mich mein Wecker gerade. Muss die Geschichte hier an die Seite ran. Genau, und da entsteht dann diese zusammen, die Verbindung. Okay, und das ist dann immer so eine Verbindung? Sieht das immer so aus? Ach so, das ist halt jetzt so eine Verbindung, weil. Ah, alles klar. Guti, das können wir aber wegmachen. Beziehungsweise das Teil können wir abbauen. Okay, dann weiß ich wieder, wie es war. Das ist zwar jetzt ein bisschen klobig, sieht das aus. Aber kann man das nicht auch mit den anderen Rohren machen? Weil ich würde es nämlich toll finden, wenn ich die anderen Leitungen benutze. Und, oh, natürlich. Und, weil das sind ja durchsichtige Leitungen, ne? Da sieht man ja, was da drin rumfließt. Und da finde ich das ja halt cooler, wenn man dann sieht, ah, okay, da ist jetzt Wasser drin und das würde man dann erkennen. Ich will das noch einmal ganz kurz ausprobieren und dann muss ich auch Feierabend machen, diese Folge. Da geht das nämlich. Ja, siehst du, es geht nämlich auch mit denen. Ja, geil, das ist viel cooler. Das ist viel cooler. Und jetzt muss man nämlich auch noch hier gegenhauen. Genau, und dann jetzt habe ich hier mein Out. Das ist mein Out, ne? Oder, nee, das ist In und das ist Out. Ich muss noch mal gucken. Es gibt nämlich, pass mal auf, wir schauen mal hier vorne bei dem Kollegen, bei der Konfiguration. Wenn ich ihm jetzt sage, genau, Pull, also blau ist Pull, das heißt, er zieht und rot ist immer Push. Alles klar. Guti, dann weiß ich da Bescheid. Ich bedanke mich bei euch wieder ganz recht herzlich dafür, dass ihr eingeschaltet habt. Danke für den ganzen krassen Support. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Und wenn ihr möchtet, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, bye bye.